Guten Tag, Herr Dr. Walser. Ich begrüße Sie ganz herzlich in Potsdam. Ich habe heute zwei Fragen an Sie. Zum einen, das will ich zuerst fragen, was verspricht sich die Schweizer Verwaltung, die Schweizer Regierung vom Prozessmanagement für die Verwaltungsgestaltung, Verwaltungsmodernisierung? Was waren die eigentlichen Motivationen, so eine Initiative wie ECH aufzulegen? Eine der Motivationen, ECH aufzulegen, war eben genau das hinzukriegen, worüber wir heute Morgen gehört haben, dass das eine oder andere nicht so ganz einfach ist, nämlich Standardisierung hinzukriegen. Und die Standardisierung ist die Aufgabe dieser Arbeitsgruppen bei ECH, wo es auch eine Arbeitsgruppe zum Geschäftsprozessmanagement gibt und die versucht, über Standardisierung, sei es von Hilfsmitteln, Notationen, aber auch Konzepten dieser Geschäftsprozessorientierung auf den Weg zu helfen. Und eines dieser Konzepte ist ganz in der Nähe hier mitentstanden von Herrn Schupan, Herrn Lenk und Herrn Schaffroth, der Leiter der Geschäftsprozessfachgruppe in der Schweiz ist eben die vernetzte Verwaltung, und damit gehen wir im Grunde genommen von zwei Ebenen der Verwaltung aus, über die wir Prozesse managen, eine öffentliche Sicht auf das, was ein Bürger will und was in der Verwaltung danach abzulaufen hat, und das den lokalen Prozessen, die in einzelnen Verwaltungseinheiten, Ressorts, Teilverwaltungsverfahren drin realisiert wird. Also Vernetzung aus unterschiedlichen Sichten, aus der Außensicht und dann auch drin. Okay. Was sind denn die Kernbotschaften, die Sie heute als einer der Redner dem Auditorium mit nach Hause geben möchten? Also was ich gerne mitgeben würde als Kernbotschaften heute Nachmittag wären vier oder fünf Dimensionen, die man im Zusammenhang mit dem Prozessmanagement vielleicht betrachten sollte. Das eine ist, dass das immer einen Bezug zur Architektur, Unternehmensarchitektur haben sollte. Das zweite, haben wir in der Schweiz vielfach gesehen, ist, dass interne Kontrollsysteme ein wichtiger Grund sind, wieso dass man Geschäftsprozessmanagement begonnen hat. Ein drittes ist, dass man Transparenz erhält und aber auch wiederverwendbar. Also es kann auch sein, ich werde ja kurz noch darüber berichten, dass wir auch in der Schweiz eine Art Prozessaustauschplattform planen, dass man dann über unterschiedliche bereitgestellte Prozesse Wiederverwendbarkeit oder Koordinierung erhält. Ich glaube, es ist nicht das Ziel, auch in Deutschland nicht, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dass Prozesse standardisiert werden, weil so viele möglicherweise lokale Gegebenheiten unterschiedlich sind, sodass die Frage sich stellt, auf welcher Flughöhe eine Referenzprozessmodellierung zum Beispiel möglich wäre, über die dann wiederum Anknüpfungspunkte für lokale Verwaltungen vorhanden wären. Okay. Herzlichen Dank, Herr Dr. Walser. Ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüss.